Hey ho, Schnuckis. Woo! Hall? Wollt ihr den Hall sehen? Wollt ihr diesen Hall sehen? Er ist gigantisch. Ist ein Ding, ja. Sind sie bei mir meistens. Aber neues Jahr, neuer Vorsatz. Also ich mache mir ja keine Vorsätze, aber den Vorsatz habe ich immer. Und zwar meine Halls regelmäßiger zu drehen. Also mindestens einmal im Monat muss ein Hall her. Weil ansonsten sieht das wieder so aus wie hier und dann ist das so ein bisschen... oh Gottes Willen. Und ich sage euch eins, ich glaube, ich habe die Drogerie diesmal komplett ausgelassen, weil ich habe, glaube ich, auch nicht wirklich was Relevantes in der Drogerie gekauft. Also es ist hier alles mittel bis high end. Keine Drogerie am Start. Nee, habe ich nichts hier liegen. Wenn ihr sehen wollt, was ich seit meinem letzten Haul, und der ist wirklich schon eine Weile her, ja, der ist schon eine Weile her, alles gekauft habe, dann bleibt dran. Geht direkt los. Ich fange einfach damit an, was hier so direkt bei mir vorne anliegt. Und zwar sind das zwei Sachen, die habe ich bei Morphe direkt gekauft. Und zwar von Jaclyn Hill. Ich bin ja ein bisschen scharf auf alles von ihr, ne? Muss man einfach sagen. Also ich weiß, sie hat bestimmt ganz viel bescheuerte Sachen gemacht, aber das ist auch so ein Urgestein und früher habe ich die halt geguckt, ja, und ich gucke auch jetzt tatsächlich noch Videos von ihr und ich bin super gespannt auf ihre Foundation und auf Concealer hat sie, glaube ich, oder nur Foundation, ich weiß es nicht genau, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf und hoffe, dass das zu bekommen ist. Jedenfalls gab es bei Morphe irgendwie 50% und da hatte ich mir zwei Sachen von Jaclyn Hill gekauft. Aber ich muss sagen, ich hätte mehr gekauft, wenn ich alles ausverkauft gewesen wäre. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich euch das nicht schon mal gezeigt habe in einem Haul. Jaclyn Cosmetics Brightening and Setting Palette. Wir benutzen die nochmal in einem Video. Die liegt noch in meiner, muss ich euch noch zeigen, Schublade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die euch schon mal gezeigt habe, aber ich will sie euch nochmal zeigen. Jedenfalls habe ich die bei Morphe geholt. Ich sollte nicht zu jedem Produkt jetzt noch eine Story erzählen, sonst sitzen wir in 20 Stunden noch hier. Dann habe ich mir eine Blush-Palette geholt. Ich hätte auch gerne beide gehabt, muss ich ehrlich sagen. So sieht die aus. Rouge Romance. Extrem, extrem schön. Wartet mal. Wo ist mein Rouge-Pinsel? Bin ein bisschen underblushed, ne? Lass mich mal kurz gucken. Ich nehme mal den hier. Sehr, sehr schöne Textur, kann ich euch sagen. Sehr schönes Pigment. Ganz toll. Hat mich sehr begeistert. Ich muss es, wie gesagt, wollte ich euch die nochmal zeigen. Ich habe eh noch ein paar Sachen, die da noch so rumliegen, die ich euch noch zeigen will. Wunderschön. Vor allem dieser hier, der ist traumhaft. Ich habe jetzt schon Rouge drauf. Ich weiß, ihr könnt es jetzt nicht genau erkennen, was jetzt hier Sache ist, aber ich hatte gerade das Bedürfnis, da noch ein bisschen drauf zu klatschen, wo die gerade hier so ist. Ich finde die ganz toll und ich muss auch sagen, wenn nochmal irgendwie so eine Aktion ist und wenn es die andere Farbvariation davon noch gibt, dann würde ich da auf jeden Fall zugreifen. Auf jeden Fall. Dann hatte ich bei NARS bestellt. Das war ja auch so eine Sache. Und diese Palette zu kriegen war echt nicht so einfach. Ach, dann hatten sie erst, sie hatten gezeigt bei NARS auf der Seite, es wäre lieferbar. Dann habe ich es bestellt. Dann kam und kam und kam es nicht. Dann wurde es storniert. Dann hieß es, ja, die ist nicht lieferbar. Ich sollte doch einfach alle 2-3 Tage mal reingucken und es nochmal versuchen. Und habe es dann auch gemacht, weil ich war echt scharf auf die Palette und sie ist wirklich toll. Sie ist wirklich schön. Die heißt High Profile und hat eben wieder dieses geile, diese tolle Konsistenz. Die Farben sind sehr schön. Viele hatten die Befürchtung, dass die möglicherweise nur für dunklere Haut geeignet ist. Überhaupt nicht. Ich finde die Farben, guck mal, die sind ganz toll. Kann man soft auftragen, kann man aufbauen. Schöne Qualität, ehrlich. Kann ich überhaupt nicht meckern. Dann machen wir mal weiter. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo ich das bestellt habe. Das geht mir bei einigen Sachen. Ich habe die jetzt so halbwegs zugeordnet. Aber ich habe mir ja um Weihnachten rum die Circo Loco gekauft. Bei Feel Unique, glaube ich. Und zwar für irgendwas in eine 60.
Stellt euch das mal vor. Also die kostet ja sonst 120, 125 Euro und habe mir die jetzt, ja, weil sie einfach super reduziert war, habe ich gedacht, okay, das ist deine Chance. Ihr hattet ja vielleicht gesehen, als sie rauskam, habe ich erst gesagt, nee, ich werde die mir nicht holen, weil ich weiß nicht so genau, was ich da mit den bunten Farben so machen soll. Und dann hatte ja ein super lieber Abonnent immer noch mal danke dafür, mir die Palette zur Verfügung gestellt, hat gesagt, hier, probier meine einfach aus, dreh darüber ein Video und wenn du fertig bist, schickst du sie mir zurück. Und das ist übrigens also wirklich toll, wenn sowas passiert, weil ich wollte die natürlich reviewen, aber irgendwie wollte ich sie auch nicht kaufen, wisst ihr? So ist es einfach. Und ja, ich war, die ist einfach mega, muss man einfach sagen. Sie hat spezielle Farben, keine Frage. Aber ich weiß, ich wusste früher oder später wird sie doch irgendwann einziehen und hier ist sie. Wollt ihr nochmal Video dazu? Oh, einfach nochmal so rumschminken mit der Soko Loko. Oh, ich habe ja diesen Look damals gemacht mit diesem hier, mit diesem Türkis. Immer wenn ich in meinem Instagram-Feed so scrolle, denke ich so, krass. Ja, das trage ich demnächst, glaube ich, nochmal wieder. Machen wir weiter mit Pat McGrath. Das ist ja jetzt erst gerade vor kurzem passiert. Da habe ich mir ja, als die da so super Aktionen hatten, ich wollte ja unbedingt die beiden Blush-Paletten. Lange Geschichte, habt ihr vielleicht auch schon alle mitgekriegt. Ich wollte jedenfalls beide haben. Es gab beide im Angebot für den Preis von einer. Ich habe beide bestellt, habe nur eine bekommen. Labarababa, der Kundenservice hat sich gemeldet von Pat McGrath und hat mir das Geld für die eine Palette quasi zurücküberwiesen. Und ja, ich hätte sie aber trotzdem eigentlich gerne gehabt, so deshalb habe ich sie bestellt. Jedenfalls aus der Holiday Edition ein Blush Trio und dieses Quad habe ich auch schon in meinem letzten Style & Talk habe ich damit einen Look geschminkt, der euch extrem gefallen hat. Also ihr wart ja ganz aus dem Häuschen. Ja, der war auch schon cool, ne? Und das Quad ist auch schon, ich war einfach nölig auf Pat McGrath wegen dieser ganzen Geschichte. Ich muss auch sagen, es gibt Produkte, so wie die lasse ich nochmal in der Verpackung. Weil ich gehe nochmal in mich, ob ich die nicht vielleicht doch abgebe. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, wisst ihr, manchmal haben Produkte, dann hat man es halt einfach. Dann, ich gehe nochmal in mich. Dann habe ich bestellt bei, ich weiß nicht, war es Parfum Dreams oder so, weil ich wollte gerne dieses Produkt hier ausprobieren. Und zwar Goldwell Color Revive oder Revive, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist quasi für... Ihr seht es doch, ne? Also es wird ja immer weniger, ne? Es wird immer heller und immer weniger. Und dann ist das quasi wie ein Augenbrauenpuder für die Haare. Da ist so ein Puffy. Ich habe das Gefühl, dass... ich weiß noch nicht. Ich zeige euch mal. Dann gibt man das vorsichtig hier so ein bisschen ran. Ja? Um fresher auszusehen. Um so zu tun, als hätte man... mehr Haare, als man hat. Wisst ihr? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Testen wir erstmal, ne? Ja. Das ist jetzt so ähnlich wie diese Ansatzsprays und so weiter, ne? Die es auch schon in der Drogerie gibt. Ich färbe ja meine Haare nicht. Das heißt, ich habe auch keinen Ansatz vom Färben oder sowas, sondern ich kriege einfach immer lichteres Haar. Insbesondere hier in diesem ganzen... ja, Bereichen hier, da, pff, ja, es wird einfach immer, warte, was habe ich jetzt gemacht? Es wird einfach immer weniger und wenn man da so ein bisschen kaschiert, sieht man einfach fresher aus. Und das wollte ich halt auf jeden Fall ausprobieren. Ja, kann man machen. Also kann man definitiv machen und habe dann im Zusammenhang damit mir noch mein, weil da gab es, es war irgendwie günstiger, hier von Osis dieses Puder, dieses Ansatzpuder nachbestellt. Mein anderes ist noch nicht ganz alle. Und Texture Craft, auch von Osis. Meine Güte, ich habe das benutzt. Und am nächsten Tag hatte ich so fettige Haare. Ich habe ja nie fettige Haare. Ich muss mal gucken, ob das damit zusammenhängt, weil das wäre ja dann irgendwie kontraproduktiv. Ja, wenn du das hier Dry Texture Spray, eigentlich sollte das keine fettigen Haare hervorrufen. Ja,
Ich kann euch noch nichts dazu sagen. Dann habe ich ja bei Tarte bestellt. Ihr wisst, ich bin eine absolute Tarte-Liebhaberin. Und da hatte ich bestellt Shape Tape Cloud Coverage. Habe ich auch schon ein Video drüber gedreht. Dann habe ich diese die neue Amazonian Clay Powder Foundation gekauft. Dieses Bloom Blush. Mich hat das so angeturnt, dieses Packaging und so, ich weiß auch nicht. Und diese coole Palette von aus der C-Reihe. Da sind Creme Bronzer und zwei Creme Blushes drin. Ja. Ich liebe Tarte. Ich bestelle unheimlich gerne bei Tarte. Ich finde, Tarte ist einfach ja, ganz große Liebe, muss ich echt sagen. Gerade was so Base-Produkte angeht. Dann hatte ich bei Asos, da bestelle ich ja immer mal wieder auch Klamotten und so und bestelle auch ab und zu mal was Schminkemäßiges mit. Und da hatte ich mir ja hier von Iconic London diesen Radiance Booster in der Farbe Sand Glow bestellt, weil ich hatte mir den ja schon mal bestellt in der Farbe Tan Glow, weil ich irgendwie dachte, das wäre der Bronzer. Das ist schon länger her und dann habe ich mir nochmal die hellere Farbe geholt. Ist tatsächlich ein ganz angenehmes Produkt, muss ich sagen. Hat so... Geht so in die Richtung von Hollywood Flawless Filter, so, ne, also schon interessant auf jeden Fall. Dann hatte ich mir von Iconic London noch so ein Duo bestellt mit so einem Creme-Bronzer, Puder-Bronzer-Kontur-Dingens, das liegt irgendwo da hinten, das will ich in meinen Sale packen, das fand ich nicht so, das hat mir nicht gefallen. Und so ein Iconic London, das ist so ein Creme Lidschattenstick auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so ein Liquid Topper. Die sind wirklich schön. Also die gefallen mir wirklich sehr gut, muss ich echt sagen. Kind and Free von Rimmel London hatte ich bestellt. Die war eigentlich auch nicht schlecht. Oder war die schlecht? So, ich weiß es schon gar nicht mehr. Sag's mir mal, wie fand ich denn die? Wisst ihr das noch? Oh Gott. Ja, und dann hier, er hier, ne? Oh, ich glaube, der braucht mal wieder eine Aufladung. Was ist hier los? Ich glaube, mir ist irgendwas runtergekrümelt. Oh, ist das gerade angenehm, ey. Ich habe schon wieder so einen leichten Anfall von beginnenden Rosacea-Flushs. Also, es ist gerade voll angenehm. Ja, dieser kleine Ventilator ist irgendwie ganz cool. Der ist von Revolution. Der hat auch hier ein kleines Ringlicht. Wobei diese kleinen Ringlichter, ne? Also... Braucht man nicht. Braucht man echt nicht. Dann hatte ich bei Colibri Cosmetics etwas nachbestellt. Und zwar einmal diesen Brightening Booster. Das ist ja mit Arzelainsäure. Und ich vertrage das gut. Ich mag das gerne. Ich benutze das jeden Tag morgens. Und ja, kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Und den Eyelash Booster. Das ist so ein Wimpernserum. Ehrlich gesagt, ich habe es auch gar nicht benutzt. Ich glaube, ich habe es einmal benutzt oder so. Sagt mir mal was. Habt ihr da irgendwelche tollen Effekte durch diesen Eyelash Booster? Lasst es mich mal wissen. Dann sollte ich das vielleicht mal auch ernsthaft benutzen. Kommen wir mal zu Sephora. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so wenig war, was ich bei Sephora gekauft habe. Ich habe bestimmt irgendwas unterschlagen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Was ich dort bestelle. Ich könnte ja mal in meine Sephora-App gehen, die übrigens scheiße ist. Sorry für meine Wortwahl. Aber hat einer von euch die Sephora-App auf Android-Telefon? Sorry. Die ist einfach bescheuert. Hoppla! Du hast keine Bestellung. So, doch, habe ich. Ich habe schon mal bei euch bestellt. Nee, also die Sephora-App ist, kann man sich... Das, ganz ehrlich, das sind so Sachen, das ist ein Unternehmen, ein weltweites Mega-Unternehmen und es kriegt es nicht hin, eine anständige App rauszuhauen. Das kriegt ja jeder Pupsi-Laden, jeder Pupsi kriegt eine vernünftige App. Also, da ist, sorry, also da habe ich kein Verständnis. Auch die Internetseite auf dem Handy, die normale, ist ja wohl der blanke Hohn. Wenn die lädt, und du tickst, du willst irgendwo drauf tippen, aber dann justiert sie sich nochmal kurz. Wisst ihr, was ich meine? Und dann drückst du immer auf was Falsches. Oh, oh Gott, da kann ich mich so drüber aufregen, ey. Oh, ich guck mal kurz, ob ich das hinkriege.
Hier. Schon wieder. Dann drückst du nicht auf Einloggen, sondern auf Konto erstellen oder was. Und wenn du dich einloggen willst, du loggst dich ein, dann willst du deinen Warenkorb bearbeiten und dann musst du dich nochmal einloggen. Also, Sephora, ihr müsst an eurer Internetpräsenz arbeiten, also ehrlich. So, meine Bestellung. Bestelldetails. Was habe ich denn zuletzt bestellt? Es dauert. Es wird einfach dauern. Ach, die Huda-Sachen habe ich doch da bestellt. Wartet mal. Die Huda-Sachen, die habe ich nämlich Douglas zugeordnet. So, ich wusste ja, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Also, ja, jetzt können wir anfangen. Ja, die Natasha Denona, wir sind jetzt bei Sephora im Übrigen. Dann habe ich aber, wo habe ich denn diese Inkylist-Sachen bestellt? Leute, habt ihr eine Ahnung? Vielleicht doch bei Douglas? Ich stelle sie mal zur Seite und zeige es euch gleich. Die Purple Blue von Natasha Denona. Hattet ihr ja auf jeden Fall sicherlich mitgekriegt, dass die super, super, super stark reduziert war. Und ja, als Natasha Denona Liebhaberin war das ja wohl ganz klar, dass sie irgendwann bei mir einziehen wird. Und die habe ich dann, wie gesagt, bei Sephora gekauft. Dann habe ich bei Sephora noch mehr Natasha Denona Sachen gekauft. Und zwar im Store allerdings diese Palette. Ich weiß nicht, ob ich euch die in einem Haul schon mal gezeigt habe. Diese Palette 02, die war dort reduziert. Und ich war schon immer, hatte da schon immer reingegrapscht, weil, oh, die ist so geil. Oh Gott, die ist so toll. Ehrlich. Dann hatte ich mir den Lidschattenprimer von Natasha Denona gekauft. Lidschattenprimer wird noch Thema sein. Glaub mir. Den hatte ich mir geholt. Dann habe ich mir noch Natasha von Natasha Denona als Lip Liner. Ein wunderschöner Lip Liner, ehrlich. Muah, traumhaft. Das war's mit Natasha. Ja, genau. Dann habe ich mir geholt natürlich die Rose Quartz Geschichte. Wobei ich glaube ich die Palette. Bin mir nicht sicher, ob ich die bei Sephora bestellt habe. Ehrlich nicht. Ist einfach auch schon her, ne? Habe ich auch schon Videos drüber gedreht. Guckt euch das gerne an. Oh, die ist so schön, ehrlich. Die ist so schön. Nach wie vor einfach, wenn ich die so angucke, auch alleine optisch, ne? Also Packaging, pff, Wahnsinn. Dann der Pilz in der Petrischale, ne? Auch von Huda, habe ich da auch bestellt, dieser Balm. Und ich muss gestehen, fand ich wirklich schön. Habe ich seit der Review jemals benutzt? Nope. Ja, das ist... Das passiert leider sowas. Dann habe ich mir einen Lippenstift bestellt. Oh, der ist so hässlich. Schande. Von Make-up Forever Rouge Artist Metallics. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Das ist die Farbe Hypnotic Rust. Und oh Gott, ey, es sieht so schlimm aus auf meinen Lippen. So sieht der aus. Das ist so ein... So ein glitzernder, ne? Oh, ist der furchtbar. So sieht der aus. Also bestimmt steht das irgendwem, aber nicht mir. Ich sehe damit aus wie eine Oma, echt. Nicht, dass Omas irgendwie nichts Tolles wären, aber ich sehe einfach 20 Jahre älter aus, das will ich damit sagen. Ich hätte auch schon Oma sein können, wenn mein Leben anders wäre, als es ist, aber nee, geht gar nicht. Also geht gar nicht. Also den werde ich wahrscheinlich direkt auch in meinen Sale packen. Packe ich gleich mal oben hin. Noch. Dann habe ich mir bestellt diesen kleinen Nagellack. Ich war irgendwie auf der Suche nach so einem goldene Flex Topper für Fingernägel. Und echt, das ist so das, was ich auf Anhieb dort finden konnte. Ganz süß. Also ich habe den hier jetzt drauf auf dem Nagellack. Ist eigentlich ganz niedlich. Also hat einen sehr, sehr schönen Glanz und auch eine ganz gute Haltbarkeit. Also vielleicht sind ja die Nagellacke von Sephora nicht schlecht. Habt ihr da Erfahrungen? Lasst mich das mal wissen. Das finde ich ganz nett.
Dann habe ich mir den Tarte Amazonian Clay 16 Hour Full Coverage Foundation geholt. Ich schulde euch auch hier noch ein Video. Ich liebe Tarte. Oder habe ich die schon benutzt? Oh, ich habe die schon benutzt. Soll ich nochmal einen Foundation-Freitag dazu machen? Sagt mal Bescheid, ob ihr dazu einen Foundation-Freitag sehen wollt. Dann habe ich ja von Charlotte Tilbury diesen... Junge. Der heißt Magic Finish oder so. Das steht da nicht drauf. Den Corrector geholt. Habe ich auch noch nicht ausgiebig getestet. Muss ich noch machen. Und so einen doppelten Liner, den hatte ich, glaube ich, auch mal im Store mitgenommen. Auf der einen Seite ist das so ein, ja, so ein dunkles, ganz dunkles Braun und auf der anderen Seite so ein hellen, so ein heller für die, für zum Aufhellen. Ich finde den nicht so gut. Nö, haut mich nicht um. Dann habe ich gekauft Sachen von Huda, jetzt vor kurzem. Die hier, eine Abonnentin hatte mich ja nochmal angefixt mit diesen Melted Shadows. Da habe ich mir zwei geholt. Ja, sehr schön. Wenn ihr aber sehr trockene Augenlider habt, dann solltet ihr damit vorsichtig sein. Ich finde sie sehr trocken. Und den Lippenstift, den ich heute trage, Interview, das ist ein Matter von Huda. Ich hatte mal wieder Bock auf so einen richtigen krassen, matten Bam-Lippenstift. Und tatsächlich sind die sehr schön, muss ich sagen. Dann habe ich ja hin und her überlegt und gemacht und getan und überlegt. Und ja, sollst du dir ein Backup holen? Holst du dir ein Backup? Holst du dir kein Backup? Holst du dir ein Backup? Holst du dir keins? Ich habe mir eins geholt, nämlich vom Milk Blur and Set. Ich habe halt irgendwie gehört, dass das aus dem Sortiment genommen wird und seitdem habe ich da so einen leichten Panik, weil ich finde, das ist also mein liebstes Puder. Also von losen Pudern ist das wirklich meine absolute Nummer 1. Ich habe die Farbe Translucent Light. Die ist leider voll oft ausverkauft. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn ihr es noch kriegen solltet, vielleicht auch im Store, wenn ihr irgendwie mal bei Sephora seid oder so. Es ist für mich einfach das beste lose Puder. Ja, ich habe ein Backup und zwar ist es halt voll geil, weil ich benutze das Puder wirklich viel. Das ist mein erstes, ne? Könnt ihr das sehen, wie voll das noch ist? Ist nicht so, also könnte ich das jemals aufbrauchen. Vor allen Dingen, ich habe so 50 Puder, würde ich mal sagen. Aber, ja. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr merkt, dass das einfach das Einzige ist, was ihr immer benutzt und dann ist es auf einmal alle. Dann seid ihr froh, wenn ihr ein Backup habt. Irgendwann in 10 Jahren werde ich wahrscheinlich das Backup finden und werde sagen, gut, dass du ein Backup hast, weil das ist immer noch halb voll. Naja, egal. Wir werden es. Vielleicht kann das meiner Tochter noch vererben, ne? Ist ein Puder, ist luftdicht hier zu verschlossen. Ne? Wenn sie so 20 ist oder so, kann sie das dann haben. Ich meine, sie wird genug an Make-up zu erben haben, aber naja, Hammer. Hatte ich ja bei Hatice, ich gucke in letzter Zeit wieder häufiger ihre Videos, weil ich finde ihr Content ist wieder für mich besser geworden. Ja, das heißt ja nicht, dass der irgendwie schlecht oder gut oder was weiß ich, sondern ich gucke es im Moment wieder gerne. Und zwar hatte sie, ich glaube, es war so ein Hot New Make-up Video oder so, diesen Cheek Pop Pearl von Clinique in der Farbe Ruby Pop gezeigt. Und ich habe den, glaube ich, nur einmal bei Instagram gezeigt und alle so, oh, voll geil. Das sieht erstmal gar nicht so spektakulär aus. Die Cheek Pops sind halt einfach eh schon geil, ne? Habe ich ja auch schon ein paar davon. Aber auf der Wange, der hat halt so ein, ja, so einen roten, einfachen, ich würde ihn jetzt auch noch drauf machen, aber ich denke, das würde verwirrend wirken. In einem meiner nächsten Videos werde ich den tragen, den habe ich nämlich hier noch nicht gezeigt, glaube ich. Also, Ruby Pop, Hammer. Guck mal, bei Hatice, die hat dann irgendwo, das sah so gut aus an ihr, wirklich, obwohl sie es nur ganz soft aufgetragen hat. Wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich auch noch eine Palette, wo ich euch auch immer noch ein Video zu schulde und mache ich auch noch. Und ich schulde euch noch ganz viele Reviews zu Paletten, aber ja, man muss erstmal dazu kommen. Dieses
affengeile Teil, die Norvina Volume 5. Die hat so spannende Texturen, spannende Farben. Also wirklich, yep, wenn ich da so reingucke, ne? Bam. Ich könnte sofort irgendwas nehmen und es einfach nochmal so über meinen Make-up so drüber geben. Hier ist ja auch so ein komischer Glitzerton drin, der auch sich extrem gut anfühlt. Muss ich ja mal sagen, ne? Also es ist schon... Ja, es macht schon Spaß. Also ich bin aber noch nicht dazu gekommen, sie richtig zu würdigen. Ich habe schon mal 2 Looks oder so damit geschminkt und das war auch toll. Ich finde einfach ich mag dieses Packaging irgendwie. Ich mag auch, dass die so groß ist und die spricht mich total an, ey. Das ist richtig geil. Ja, dann kommen wir mal zu den beiden Sachen hier von The Inky List, wo ich nicht genau weiß, wo ich die bestellt habe. Und zwar Hyaluronic Acid Hydrating Hair Treatment und Peptide Volumizing Hair Treatment. Ehrlich gesagt, diese Hair Treatment, könnt ihr mir da mal einen Tipp geben, wann und wie wende ich die genau an? Ich wasche ja nur einmal die Woche meine Haare. Mache ich die jetzt ins trockene oder ins nasse Haar? Aber wenn ich sie jetzt abends zum Beispiel ins trockene Haar mache und dann schlafen gehe, habe ich Angst, dass ich am Morgen irgendwie fettige, fluffige Kackehaare habe. Ja, wie mache ich es am besten? Soll ich die mal in mein Shampoo mischen oder was mache ich jetzt genau damit? Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir bei Zalando die Scott Barnes Highlighter Palette bestellt. Da hatte ich ja schon die ganze Zeit immer so ein bisschen Blick drauf geworfen und die war dann auch um Weihnachten rum recht gut vom Preis und da habe ich gedacht, jetzt nimmst du sie mit und ich bin glücklich. Oh Gott, ey, Scott Barnes, ne? Hammer, einfach Hammer. Kommen wir mal zu Beautylish, da habe ich auch ordentlich was liegen. Und zwar habe ich bei Beautylish natürlich damals ist schon ewig hergefühlt, die Mini Metropolis geordert. Ja, was soll ich sagen? Bleiben wir bei Natasha, die Mini Biber natürlich. Dann habe ich natürlich das Rose Cheek Duo. Dazu habe ich übrigens alles Videos zu diesen Sachen, ne? Ist klar. Also bei Natasha bin ich da immer relativ zügig dabei. Dann habe ich natürlich da die beiden, ich glaube, ich habe sie bei Beautylish bestellt, die beiden Face Glam Paletten, die helle und die dunkle. Auch dazu habe ich ein Video und bin immer noch nicht sicher, ob das das Coolste ist, was Natasha hier rausgebracht hat. I don't know. Sehr viel Glitzer, finde ich. Überall irgendwie Glitzer. Ich weiß nicht, sie sehen wunderschön aus. Ne? Also sie sind ganz toll, so schlank und glatt und bisher einfach schön. Dann habe ich da bestellt von Denissa Myricks, wobei das ja irgendwann nicht mehr nötig sein wird, denn Denissa Myricks gibt es ja mittlerweile bei Purish. Sie sind gerade dabei, das Sortiment aufzubauen. Also es kommt Stückchen für Stückchen mehr dazu. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es mega. Ich finde es einfach richtig gut. Ich freue mich da auch schon wieder voll für Purish, dass sie so eine Marke an Land gezogen haben. Und ich weiß, dass Ende des Monats jetzt demnächst die Twin Flames auch kommen sollen zu Purish. Und ehrlich, das ist für mich ja fast das herausragendste Produkt bisher von Denissa Myricks. Das sind ja diese Liquid Eyeshadows. Davon habe ich 3 Stück insgesamt und Hammer, Hammer. Jenny 15 ist mein Code bei Purish. Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr 15% und ich kriege eine Provision. Win-win-Situation, würde ich mal sagen. Ja. Nein, aber ansonsten ist halt auch Purish, finde ich, einfach, ich meine, alle, die da schon bestellt haben, die wissen, dass das toll ist. Diese gab es in einem Set, den Twin Flames und 2 von diesen holographischen Linern. Und ich habe, als ich die in einem Video benutzt habe, gesagt, Mensch, ich hoffe, sie bringt die noch einzeln raus, die Liner, ohne dass sie nur es gab sie nur im Set. Und ja, sieht so aus, dass sie die auch rausbringt alleine. Ich habe sie jetzt noch nirgendwo gesehen, aber die sind extrem cool. Also ich habe schon gesagt, wenn sie die Solo rausbringt, alle für mich. Alle, ich will die alle haben. Denissa Myricks ist eh wirklich was Besonderes, muss man echt sagen. Also was wirklich Besonderes. Dann kommen wir gleich zu diesem
traumhaften Ding, und zwar die Lightwork Volume 3. Als ich die gesehen habe, war das eigentlich sofort klar, dass ich mir die hole. Die kam raus und ich habe die sofort bestellt. Ich hatte auch Angst, dass sie sofort ausverkauft ist. Mittlerweile gibt es sie auch gerade nicht. Ich weiß nicht, ob es sie nochmal geben wird, aber wenn, es ist viel Geld, aber sehr, sehr spezielle, schöne Palette. Dann hatte ich mir jetzt zuletzt ja einen Lippenstift von Wayne Goss mitbestellt. Ich weiß ja noch nicht, ob ich die Farbe... Also die Farbe ist schön, aber ich weiß nicht, ob mir die Textur gut gefällt. Ich habe jetzt unter meinem Video, wo ich das gesagt habe, einige Befürworter, die gesagt haben, Jenny, voll gut, probier nochmal. Ich probiere nochmal. Dann habe ich ja diese Patrick Ta Blush Palette, habe ich auch schon in einem Video benutzt. Ach nee, die habe ich gar nicht. Die ist ja gar nicht von Beautylish. Die ist von Cult Beauty. Macht nichts. Cult Beauty. Nicht Beautylish. Cult Beauty hier, wo mir ja dieses Oberteil kaputt gegangen, also kaputt ankam. Und dann habe ich es nicht reklamiert, weil ich es verpeilt habe. Und jetzt eigentlich ist hier über den Creme Blush ist noch so ein Schutz drüber. Stimmt, bei Cult Beauty habe ich das bestellt. Habe ich noch was? Oh, nee. Habe ich nicht noch was bei Cult Beauty bestellt? Bestelle ich selten in letzter Zeit tatsächlich, muss ich sagen. Ja, das aber von Cult Beauty. Dann, letztes Teil von Beautylish ist die Ziege. Oh, die stinkt immer noch. Oh, es tut mir so leid. Also das ist die Holiday Edition von Wayne Goss. Der bringt ja immer zu Weihnachten und so, ne, so ein Holiday-Pinsel raus und ich finde den wirklich toll und der ist riesig, der soll für Foundation unter anderem sein, aber der stinkt so derartig und ich wünschte mir manchmal, dass meine Abonnentin es mir nicht geschrieben hätte, weil vielleicht hätte ich dann gar nicht so dran gerochen, hätte mir vielleicht zwischendurch mal gefragt, was so seltsam riecht, wenn ich mir die Nase mit Foundation ein, aber ich wäre gar nicht vielleicht so weit, dann... Daraufhin haben mir einige geschrieben, ja, das ist halt Ziege, die stinkt. So, keiner von meinen anderen Ziegenpinseln stinkt. Keiner. Ich habe Sonia G, ich habe Wayne Goss, die liegen da alle da hinten. Ungefärbte Ziege, davon stinkt keiner. Und der stinkt so. Ich habe den schon so oft gewaschen. Wirklich so oft. Ich habe, glaube ich, noch keinen Pinsel aus meiner Kollektion so oft und so hart rangenommen wie den hier beim Waschen. Aber... ja, ich weiß auch noch nicht. So, dann kommen wir mal zu Beauty Bay. Ja, da habe ich bestellt unter anderem Linda Hallberg, dieser Lippenstift, der sehr, sehr hell ist. Das ist die Farbe Majestic. Und ich glaube, er würde mir voll gut gefallen, aber er ist wirklich, wirklich hell. Ja. Hat einer von euch von Linda Hallberg von den neuen Lippenstiften was? Berichtet mal. Und dann hatte sie ja auch Lip Liner rausgebracht. Auch davon habe ich einen in der Farbe Crayon. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ein Lip Liner, schöner Lip Liner auf jeden Fall. Dann einer meiner neuen Favoriten Lippenstifte und zwar von Uoma mit diesem, der so glitzert, aber der glitzert nicht wirklich auf der Lippe. Das ist eher so mit leichter Farbe und sowas. In der Farbe Savage, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Den habe ich mir da geholt. Dann habe ich mir ja diese Be Perfect Scorched Blushes und Highlighter, vielleicht habt ihr das Video gesehen, die sind irgendwo, weil die gefallen mir nicht, die gebe ich wieder ab. Dann habe ich mir natürlich die Matte-Kollektion, zumindest das, was es davon gab. Ich hätte super gerne noch diese Liner gehabt, aber die gab es da halt nicht. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, über diese wunderschöne Lidschattenpalette und diese wunderschöne Blush-Palette. Ja, also toll. Und zuletzt habe ich jetzt bestellt, Gottes Willen, Maybelline Perfector 4-in-1. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat gesehen, wie ich versucht habe, das auf mein Gesicht zu bringen. Ich probiere es nochmal. Dann ganz wirklich auch brandneu der RCMA Concealer. Die Foundation habe ich ja auch schon. Und das RCMA gepresste Puder, was sie auch dazu rausgebracht haben.
Sehr interessant. Sample Beauty Erase and Boost Base in der Farbe 2. Das ist ein Eyeshadow Primer. Das ist mir ein bisschen hell. Würde ich vielleicht tatsächlich nochmal in der dunkleren Farbe. Aber gut, ich probiere das aus. Gib mir etwas. Gib mir etwas Zeit. Dann habe ich hier so eine Mini-Größe von der Zaubercreme. Das ist unsere Zaubercreme hier im Haus. Da habe ich auch schon eine große von. Und ehrlich gesagt dachte ich, das wäre die große für 3,99 €. Aber wenn man nicht richtig hinguckt und das Travel Size einfach so überliest, auch okay. Ist aber voll in Ordnung. Also kann ich ja genauso benutzen. Bei meiner Tochter ist das die Zaubercreme. Das heißt, sie hilft gegen alles. Alles. Bauchweh, gegen Mückenstiche, gegen Wachstumsschmerzen, gegen alles. Die mit ein bisschen Liebe, alles ist wieder gut. Glaub mir. Es ist einfach nur Aloe Vera Gel, aber die hilft. Dann habe ich von Glisten Cosmetics einen Wet Liner in so Old Fashioned heißt der, in so ein, das ist so ein Duochrome Liner, den man mit Wasser aktiviert, so wie diese Suva Liner, ne? Super interessant. Habe ich auch schon ausprobiert. Klappt gut, bröselt nur leider. Also ich hatte den neulich bei Instagram benutzt und sieht recht lange gut aus, aber irgendwann fängt es einfach, also bei mir zumindest ist es einfach irgendwann so. Schade, ich probiere es aber nochmal weiter aus. Und ein Cream Blush von Melt. In der Farbe Polished. Finde ich ganz schön, die ist aber super cremig. Hat aber trotzdem ganz gut gehalten. Also, ja. Zeige ich euch noch. Wie ihr seht, habe ich euch noch nicht gezeigt. Das war Beauty Bay. Jetzt kommt noch Douglas. Wieso habe ich eigentlich so viel bei Douglas gekauft? Keine Ahnung. Douglas. Ich habe bei Douglas gekauft, als ich im Douglas mal war. Ja. Und zwar, ich muss erstmal hier ein bisschen siffig aus. Und zwar von Drunk Elephant diese Make-up Melting Butter. Es gibt viel bessere. Finde ich. Also ich habe ja schon viele probiert und im Moment mag ich tatsächlich von Incipedia dieses Reinigungsgelee super gerne. Das benutze ich gerade dauerhaft. Ich muss aber sagen, Vanilla Co. Clean It Zero ist nach wie vor mein Favorit. Ich habe zwar gerade keinen, aber schon mehrere davon aufgebraucht. Finde ich, würde ich, wenn jetzt die alle leer sind, die ich da habe, ich hatte auch noch eins in meinem Adventskalender, wenn die leer sind, würde ich das wahrscheinlich am ehesten wieder nachkaufen. Wobei ich auch das Reinigungsgelee mittlerweile gut finde. Ich fand das ja am Anfang nicht so toll. Mittlerweile gefällt es mir wirklich, muss ich wirklich sagen. Was ich einfach hier so geil finde, ist dieser kleine magnetische Löffel. Und die stehen beide bei mir im Badezimmerschrank und ich benutze diesen Löffel halt immer auch für das von Incipedia halt, ne? Dann muss man da nicht mit den Fingern so rein. Cool. Cooles Gimmick. Gefällt mir. Gefällt mir. Das ist echt so. Das macht mich glücklich. Dann habe ich von Drunk Elephant dieses Glycolic Body Lotion. Ja, gefällt mir ganz gut. Das ist ja auch eine AHA Body Lotion und ich liebe ja die von Paula's Choice. Die habe ich zweimal im Backup in der Schublade. Einmal angebrochen steht sie da, habe sie auch heute wieder benutzt. Ich glaube, ich würde am Ende die von Paula's Choice noch lieber mögen. Obwohl ich das auch echt nicht schlecht finde. Dies ist, glaube ich, hier ein Ticken günstiger. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann, oh, was riecht hier so intensiv? Ich weiß es. Ey, ich hab meine Mädels, ne? Also ich habe bei VW gelernt, ne? Hab da eine Ausbildung gemacht, damals zur Kauffrau für Bürokommunikation. Vor 25 Jahre bald. Naja, fast. Also noch ein bisschen, aber 23 Jahre oder so. Und meine Mädels, mit denen ich da gelernt habe, zwei davon, mit denen treffe ich mich wirklich immer noch regelmäßig, immer zu unseren Geburtstagen, zumindest auf jeden Fall. Und
immer wenn ich bei meiner einen Freundin, bei Janina bin, da werde ich immer mit irgendwas angefixt. Immer. Ich glaube, immer wenn ich bei Janina war, fahre ich nach Hause. Wenn ich zu Hause bin, muss ich erstmal irgendwo irgendwas einkaufen. Und in dem Fall ist es Imperial Rose von Rituals, diese Duftstäbchen. Mag ich ja sowieso, muss ich aber Lust drauf haben. Also wenn mir das zu intensiv ist, dann ist das nicht so gut. Und Imperial Rose ist der Hammer. Erstmal, es sieht schon spektakulär aus und es riecht so gut, dass ich bereits ein Backup hier stehen habe, falls das hier alle geht. Das habe ich gerade aktuell im Bad stehen. Ich habe jetzt die Stäbchen nochmal umgedreht. Bei mir, ich finde, die halten recht lange, der Duft. Ich habe jetzt die Stäbchen nochmal umgedreht und hoffe, dass das nochmal ein bisschen hält. Und weil es mich so antört, ach dann, warte, habe ich auch, den habe ich gar nicht vorne stehen, muss ja auch danach gekommen sein, die Imperial Rose Duftkerze. Wobei ich die Duftkerze nicht so schön finde wie die Stäbchen vom Duft. Und Imperial Rose Parfum Interieur. Ja, Parfum de Interieur. Ich bin nämlich neulich, diese Parfums für innen habe ich eigentlich immer so ignoriert. Aber ich war bei Freunden von mir und kam da rein. Und ich habe so zu meinen beiden Jungs, ne, meine Jungs halt, habe zu denen gesagt, wow, wir hatten von euch so ein geiles Parfum drauf. Und dann war das gar nicht ein Parfum, sondern war das ein Rituals Raumduft. Also so ein Spray in Rituals of Meer oder wie das heißt, dieses Gelbe. Mann, hat das... Es hat aber original wie so ein richtig teures Männerparfum gerochen. Wisst ihr, die sind auch ein bisschen exklusiv, die beiden unterwegs. Und deshalb dachte ich halt erst, wow, was ist das hier, so ein 500-Euro-Parfum? Nee, es war Rituals. Die haben halt auch einen Hund und die hat das da wohl gerade so rumgesprüht. Ich dachte so, irgendwie geil. Ist schon intensiv, finde ich. Also ich bin eh, warum auch immer, mit Raumdüften so ein bisschen... Da muss ich Bock drauf haben. Aber das ist krass hier. Das riecht auch richtig. Janina, wenn du das noch nicht hast. Ja, ist geil. Ist geil. Ja, das war das. Dann habe ich gekauft... es ist nicht mehr viel, was hier liegt. Ne? Es ist nicht mehr so viel. The Ordinary Marine Hyaluronics. Das ist einfach... Ich brauchte irgendwas Hyaluronmäßiges, um es in meine... Aktivkohlemaske von Colibri Cosmetics reinzumischen. Da habe ich das einfach genommen. Dann habe ich ja diesen wunderschönen Nagellack der Haute Couture übrigens. Wer es weiß, weiß es. In der Farbe alter Schwede. Warte. Chocolate Amargo. Der ist wirklich richtig toll. Der ist von MAC im Übrigen. Dann hatte ich mir ja diesen Interstellar Supernova Liquid Eyeshadow geholt. Den hatte ich auch im letzten Video, glaube ich, benutzt. Und von Linda Harberg die Infinity Power Lash. Das ist, sie hat ja schon eine, diese wasserfeste, die ich nicht so gut finde, die ich untenrum benutze, aber ansonsten nicht so toll finde. Diese Infinity Power Lash, I don't know. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Es gibt da zwei. Das hier ist Soft Volume und dann gibt es noch eine andere. Habe ich mir noch kein abschließendes Bild drüber gemacht. Dann habe ich mir Lidschattenprimer geholt. Ich bin ja auf der Suche, seitdem mein MAC Paint Pot in Soft Ochre irgendwie nicht mehr so 100% funktioniert, hat mir die liebe Mel gesagt, der von Inglot wäre ganz toll. Will ich schon wirklich viel dazu sagen? Ich kann ja so ein kleines Sneak Peek. Also, nicht so mein Favorit bisher. Ihr wollt alle wissen, welches der Favorit ist, aber wenn ich euch das jetzt schon erzähle, dann wisst ihr das ja schon. Und dann guckt ihr mein Battle of the Lidschattenbases nicht mehr. Hm? Oder doch? Dann habe ich von NYX diesen neuen Shadow and Liner Primer Ultimate Tralala, wo ich einfach nicht verstehen kann. Davon gibt es mehrere Farben und ich dachte so, oh cool, dann ist das wahrscheinlich deckend. Ich hätte halt einfach gerne einen, der deckend ist. Ja, der wie ein Concealer ist, aber dann hält. Und ich dachte so, cool, die haben halt mehrere Farben, das ist ja toll.
weil der dann deckend ist. Aber der ist einfach wie jeder andere auch und trocknet klar weg. Warum macht man ihn dann in verschiedenen Farben? Das ist irreführend, finde ich. Und zudem finde ich ihn nicht gut, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also den, meiner Meinung nach, könnt ihr euch sparen. Dann habe ich gehört, Eyeshadow Primer von Kryolan soll gut sein. Hab ich noch nicht benutzt. Also so, ich meine, bei so vielen Lidschatten, das wird auch ein bisschen dauern, bis ich da wirklich zu einem Ergebnis komme. Also glaubt nicht, dass ihr nächsten Monat ein Ergebnis zu meiner Reise hier bekommt. Ich bin gespannt. Der soll auf jeden Fall, habe ich gehört, soll gut sein. Dann habe ich auch gehört, der von Bare Minerals soll gut sein. Das haben mir mehrere geschrieben. Den will ich auf jeden Fall noch unter die Lupe nehmen. Dann haben mir doch einige Anastasia Beverly Hills. Ich habe ja schon alle. Ja, also Anastasia Beverly Hills habe ich hier rumliegen. Finde ich schlecht. Für mich eine der schlechtesten Bases. Dann habe ich natürlich früher abgrundtief geliebt, bis zum geht nicht mehr, die Primer Potion in Eden. Ich überlege sie mir auch nochmal zu holen, weil die ist jetzt echt schon wirklich, also wirklich in die Jahre gekommen. Also riecht ein bisschen wie Alpina Weiß. Wird schon mal aussortiert. Würde ich noch mal vielleicht eine neue holen. Die Original Primer Potion, die ist ja auch ganz, ganz gut, finde ich. Aber halt auch wieder nicht getönt. Ja, dann habe ich hier die liegen von. Wo ist die? Ich finde sie gerade nicht. Von Linda Hallberg. Ich sag gar nichts dazu. Ich lächle einfach mal. Die Lidschattenbase von Linda Hallberg. Leider nicht getönt. Ich glaube, wenn die getönt wäre. Ihr wollt alle wissen, welches mein Favorit ist. Vielleicht könnt ihr es an meinem Gesicht einfach lesen. Denn dann habe ich noch diese hier von Hourglass. Leider nicht getönt. Warum? Also, wenn die und die von Linda Habeck, wenn die getönt wären. Oh, wäre das geil. So, dann habe ich mir geholt, zu allerletzt, das neueste Paket, was hier angekommen ist, überhaupt, ey. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr es gesehen. Und wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, was ist da los? Geht gar nicht. Jennys Highlights bei Instagram. Ihr müsst doch gar nichts großartig machen. Macht euch irgendein Profil. Ihr müsst ja nicht mal irgendwie. Da gibt es richtig viel Content. Habe ich mir nachgekauft. Na, sagt es im Chor, Laura Mercier Secret Blurring Powder for Under Eyes, weil ich dachte, mein altes, nein, nicht alt in Ausrufezeichen, sondern alt, es ist wirklich alt, ist halt schon alt. Und ich dachte, ach, kauf dir mal ein neues, weil, wer weiß, vielleicht geht das auch irgendwann aus dem Sortiment, ich könnte das nicht ertragen. Deshalb habe ich gedacht, jetzt ist mal der Punkt, wo du dir einfach mal eins in den Schrank legst. Das kam in einem Paket. Leute, 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 ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich glaube, das kam aus einer Filiale. Das passiert manchmal, dass sie aus einer Douglas-Filiale was verschicken. Also es war nicht in einem üblichen Douglas-Paket, in diesem türkisen, sondern in einem normalen Paket. Das Puder, nur das Puder. Ungefähr in. Wartet. In der Größe. Ja, in der Größe. Was ja schon mal absolut behämmert ist. So, alleine, ohne irgendeine Polsterung. Ohne irgendeine Polsterung. Also nicht ein bisschen Polsterung oder ein zerknülltes irgendwas. Ohne irgendeine Polsterung. Mit einem Werbeflyer von Douglas und einer Parfümprobe. Und das war's. Ich habe dieses Paket genommen und ist so klack, 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 klack da drin. Ich dachte, das ist schon was, das ist bestimmt kaputt. Ich meine ganz ehrlich, also was ist das für eine Wertschätzung von Produkt und von Kunde? Das kotzt mich an, muss ich echt sagen. Also ich finde das absolut behämmert. Vor allen Dingen jetzt in der Zeit, wo es einfach so viel online passiert und ich wohne sowieso in der Pampa, bei mir passiert sowieso fast alles nur online, weil alles andere ist immer ein Ochsenritt. Nervt es mich einfach, dass die Firmen, die verschicken, und Douglas lebt doch auch von Onlinehandel, ja,
dass die es nicht besser machen. Warum muss das so ein Riesenpaket sein? Warum kann das Paket nicht an den Inhalt angepasst sein? Ich sag mal so, ich habe euch gerade Purish gezeigt, ja. Du weißt im Grunde, ist da viel drin oder nicht? Ist das ein großer Inhalt oder nicht? Weil du kriegst natürlich jetzt nicht so ein klitzekleines Paket, aber es ist immer möglichst angepasst an das, was drin ist. Warum, bitte, kriege ich so einen Karton für so ein Produkt und es ist ein Puder und es ist völlig ungeschützt. Völlig. Es ist ein verdammt hart gepresstes Puder. Ich glaube, das ist sein Glück gewesen, weil ansonsten wäre es hinüber gewesen. Ich finde das einfach unmöglich, weil was wäre jetzt die Konsequenz? Das heißt, irgendwer hat es da reingeschmissen, hat das zugeklebt und zu mir geschickt. Jetzt ist das kaputt. Dann ist die Konsequenz, ich habe Rennerei mit dem Kundenservice. Das nervt schon mal, das will keiner. Man will einfach sein Produkt haben und gut ist. Dann würde es bedeuten, das Produkt wird entsorgt. Das heißt, ein Produkt, was neu ist, wird entsorgt. So, ach naja, scheiß drauf, irgendwelche Produkte schmeißen wir sie eben weg. Und ich kriege mein Geld zurück. Das ist doch unnötig. Ja? Ihr seht, es ist ein Thema, was mich echt nervt. Also, bitte besser einpacken. Bitte einfach ein System. Vor allen Dingen, es ist immer irgendwie anders. So eine große Firma, kann die nicht sich einfach ein geiles System einfallen lassen und da werden die Sachen drin geliefert. Das klappt doch bei so einem kleinen Laden wie Purish auch. Die haben immer ein System. Die haben eine Art von Karton in verschiedenen Größen. Das ist immer ähnlich verpackt. Es ist mega verpackt. Ich glaube, Beautylish und Purish, das sind so die, wo ich sage, die verpacken richtig gut. Wirklich. Bei Beautylish kriegst du auch einen kleinen Karton. Der ist immer klitzeklein. Der ist vollgepackt mit ganz hartem so Papppapier, was so geknutschelt ist. Also wirklich. Geht gar nicht. So. Kommen wir zu den letzten Produkten, die ich fast alle im Laden gekauft habe. Ja, mal abgesehen von der neuen Charlotte Tilbury Foundation. Foundation Freitag. Habt ihr hoffentlich geguckt. Dann seht ihr, wie ich die finde. Sind jetzt alles nur noch Charlotte Tilbury Sachen, weil ich Ende des Jahres ein bisschen Charlotte Tilbury mäßig irgendwie amok gelaufen bin. Keine Ahnung warum. Eigentlich fand ich ja Charlotte Tilbury immer nicht so spektakulär. Aber irgendwie, ja, hat es mich nochmal geritten, die Sachen nochmal auszuprobieren. Hollywood Flawless Filter in der Farbe 2.5. Auch ein Aufregerthema, wo ich mich jetzt wieder nicht reinsteigern sollte, ist, bitte, das ist eine Luxus-Make-up-Marke. Ja, das Produkt habe ich vielleicht 2 Monate. Hier geht die ganze Schrift ab. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das Ding kostet 45 Euro. Das ist nicht Sinn der Sache. Ihr seht, 2022 fängt mit Nörgeln an. Ja? Also das finde ich nicht gut. Das muss geändert werden. Weil es ist ja auch so, das ist ein wunderschönes Packaging. Aber es ist nicht mehr wunderschön, wenn die Hälfte der Schrift hier abgefallen ist. Und du, ich hatte ja schon mal sogar so ein kleines rotes Stückchen irgendwo auf dem Gesicht, wo ich so dachte, hä, wo hast denn du dieses komische rote Plastikstückchen her? Finde ich nicht gut. Nicht für den Preis. Von Essence oder Catrice, okay. Aber Charlotte Tilbury, 45 Euro, nein. Dann habe ich die Light Wonder Foundation in der Farbe 4.5 mir geholt. Ich habe die erst 2 Mal benutzt. Ich habe gemischte Gefühle. Foundation Freitag dazu. Lass es mich wissen. Dann habe ich mir nochmal den Bronzer geholt. Ich hatte den ja damals, als der rauskam, in der 2. Farbe, glaube ich, und fand den ja überhaupt nicht gut. Habe ihn mir jetzt in 3 Tern bestellt. Ich weiß es noch nicht so genau. Also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein Produkt ist, was ihr haben müsst. Meine Meinung nicht geändert, kann man nicht sagen. Ich hatte das Puder schon mal, das Airbrush Flawless Finish. Und fand das damals auch gut und das war auch in meinen Jahresfavoriten schon und so, weil es wirklich gut ist. Und habe dann aber das Gefühl gehabt, dass mein MAC Next to Nothing ähnlich ist und ich das einfach eh lieber benutze und habe das dann verkauft. Und jetzt gibt es ja MAC Next to Nothing nicht mehr und ich habe das jetzt nochmal wieder ausgegraben und oder nochmal gekauft
absolut worth the hype. Was ich jetzt hier drüber nicht unbedingt sagen kann und auch hier drüber finde ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, aber das Produkt ist absolut worth the hype. Für mich im Moment das beste Puder neben meinem Milk und meiner geliebten Laura Mercier. Und dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte geholt von Charlotte Tilbury. Einmal die Farbe Yes Honey. Hammer. Oh, die Lippenstifte sind so gut, ehrlich. Sind wirklich gut. Pillow Talk ist halt irgendwie überbewertet. Also der ist nett, ne? Aber ich hatte den auch mal, den habe ich auch wieder abgegeben. Und Dance Floor Princess. Oh, wunderschön. Ganz tolle Lippenstifte. Auch hier, also diese Verpackung, ne? Da kann man so eine geile Verpackung, sowas Hochwertiges, sowas Wunderschönes, Hochwertiges, tolle Materialien hinkriegen und dann dass ihr Standout-Produkt, weißt du, das Produkt, was eigentlich die Marke fast schon repräsentiert. Nicht gut. So, das war's. Das war's. Oh mein Gott. Ah, ich bin fertig. Ey. Jetzt bin ich fertig. Jetzt gehe ich erstmal. Nee, nicht schlafen, weil ich will jetzt gleich das Kind vom. Was haben wir für eine Uhrzeit? Puh, mein Kind gleich. Ich muss auch noch was kochen. Ach, Leute, wisst ihr, ey. Ich brauche jemanden, der für mich kocht. Jemanden, der für mich putzt. Ja. Ah, das wäre was. Alles andere kann ich selber. Obwohl kochen habe ich ja den Thermomix da. Ja, zumindest ist das schon mal eine Unterstützung. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und versprochen, es gibt jetzt regelmäßiger wieder Hauls. Ich wünsche euch was ganz, ganz Tolles. Wir sehen uns beim nächsten Mal.